Bei mir Gero Mocciaro, Trainer vom 1. FC Nordwalde. Gero, nach hinten raus super Spiel, souveräner Sieg. Fangen wir mit dem Positiven an. Was habt ihr heute richtig und gut gemacht? Ja, wir haben ordentlich Fußball gespielt, auch eine gute Spieleröffnung gehabt, aber das machen wir eigentlich immer. Muss natürlich umstellen. Sascha Wöstmann, der die ersten drei Spiele im Tor war, eigentlich ja zurzeit gar nicht mehr im Kader ist, aber wir haben ja so Probleme im Torwart. Marcel Fissmann, Donnerstag die erste Torwarteinheit mitgemacht, Mannschaftstraining, und hat er richtig gut gemacht. Bei dem einen Ball hat man natürlich gesehen, da fehlt so ein bisschen die Spieleröffnung, hat wenig trainiert. Ich habe es gerade gesagt, einmal mit der Mannschaft trainiert, aber sonst war es mit Sicherheit gut, dass wir da auch schon geführt haben, auch 3-0 geführt haben. 3-1 kam so ein bisschen Unruhe auf, ne, aber vorher zwei super Tore erzielt in der ersten Halbzeit, muss ich sagen, nach dem Freistoß. Ist richtig gut. Dann das 3-0 nachgelegt, 3-1, wurde es ein bisschen unruhiger. Aber dann nachher, glaube ich, in der Höhe auch verdient gewonnen. Super Spielzüge dabei, über außen, Rücken der Abwehr zurückgelegt. Haben wir ein richtig tolles Spiel gemacht, muss ich sagen. Und nicht über 90 Minuten, da müssen wir noch hinkommen, dass wir über 90 Minuten gut Fußball spielen. Es waren heute so, sag ich mal, 70, 75, 80 Minuten richtig gut. Hatten Probleme, gerade auch von der Bank was zu bringen, weil die auch wenig trainiert haben, die Jungs. Aber haben sich super eingefügt und war, muss ich sagen, eine Top-Mannschaftsleistung. 3 Punkte waren heute wichtig und dann in der Höhe auch, glaube ich, nicht ganz unverdient so zu gewinnen. Nee, das würde ich auch so sagen. Und du sagst es eben schon, 75, 80 Minuten guter Fußball. Man merkte stellenweise, dass du nicht ganz zufrieden bist auf der Seitenlinie. Woran hapert es denn noch? Wo siehst du noch so ein bisschen Verbesserungspotenzial für dein Team? Ja, natürlich mit dem einen oder anderen. Die Fitness habe ich auch in der Halbzeit angesprochen. Heute war es warm, aber trotzdem die Fitness bei dem einen oder anderen. Wir trainieren zurzeit mit 10, 12 Leuten. Heute haben ja auch einige gefehlt, aber es ist unwichtig. Wer gefehlt hat, ist wichtig, dass die da waren, ein Top-Spiel gemacht haben. Und das war wichtig, aber mit Sicherheit im Ausdauerbereich müssen wir noch arbeiten. Und wieder dann, dass wir beim Training auch 16, 17, 18 Leute haben. Und dann, glaube ich, können wir noch mehr zulegen, weil da kommen jetzt ja noch andere Gegner. Wir haben in La verloren. Jetzt hatten wir die 3 Aufsteiger. Das war ganz klar unser Ziel, da 9 Punkte zu holen gegen die 3 Aufsteiger. Das haben wir dann auch von dem Torverhältnis eigentlich ziemlich souverän gemacht. Zwischenzeitlich war es bei den anderen Spielen auch hier und da mal ein bisschen holprig. Aber da werden wir noch zulegen und wir kriegen ein bisschen mehr Breite jetzt diese Woche wieder im Training. Und dann werden wir auch uns in der Spitze wieder verbessern. Und da lege ich großen Wert drauf, dass die Jungs wieder zum Training rauskommen, fit werden und dann auch über 90 Minuten Gas geben können und 100% geben können in jedem Spiel. Alles klar, Gero, vielen Dank. Okay, alles klar. Mach's gut. Okay, danke. Alex Witthake, Trainer von Weiner. Ja, fang erstmal an. Wie fühlst du dich gerade nach der recht hohen Niederlage ja, dann doch? Ja, ich habe es den Jungs gerade auch gesagt. Also ich glaube, das 6-1 hört sich brutal an. Das tut auch weh gerade, ne, wenn man viel hinterherrennt heute, und wir haben sicherlich verdient verloren heute. Kam auch nicht für einen Punkt oder für einen Sieg in Frage, definitiv nicht. Aus meiner Sicht ist das 6-1 auf jeden Fall mindestens 2 Tore zu hoch. Wenn man dann 3 Standard-Gegentore abzieht, die wir auf jeden Fall besser verteidigen müssen, dann relativiert sich das Ganze schon. Ich glaube, dass wir das in der ersten Halbzeit gar nicht so schlecht gemacht haben. Standen tief, das war unser Plan. Haben relativ wenig zugelassen, aber dann fehlt uns noch ein bisschen Entlastung nach vorne. Und ich habe den Jungs in der Halbzeit gesagt, dass wir ein Stück weit mutiger sein müssen. Und das hat leider nicht ganz so gut funktioniert heute. Ja. Du sprachst gerade die Standards defensiv an. In der ersten Hälfte hattet ihr auch so eine kurze Phase mit 5, 6 Ecken und genau, dann später nochmal, wo auch irgendwie nichts rumkam. Ja. Willst du sagen, dass da so eine in eurem Spiel sowas ist, wo man noch mehr rausholen kann? Absolut. Also Standard ist ja immer, habe ich gerade zum Co-Trainer auch gesagt, ist eine Frage des Wollens. Ne? Das startet bei 0, der Standard, so, und dann entscheide ich, entweder verteidige ich oder ich hau das Ding halt rein. Und wenn wir 6 Standards nacheinander bekommen, also 6 Ecken nacheinander, dann muss es jemand klingeln. Ja, da muss ich mit aller Macht, muss ich diese Dinge machen wollen. Und das ist natürlich schade. Gut, das haben wir heute nicht gemacht. Und dann gucken wir, dass wir nächste Woche gegen Haunost das besser machen. Ja. Alles klar. Dann danke ich dir. Danke auch. Hau rein.